Willkommen zum Parksimulator 2008. So. Tja. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir auf diesen verfickten Gedingsgedöns da jetzt in voll parken können. Ich meine, ich kann nochmal eine extra Runde drehen und nochmal neu raufziehen oder so. Oder versuchen, andersrum raufzufahren. Keine Ahnung. Ach, jetzt macht das. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und es ist mitten in der Nacht. So. Fensterscheibe sauber. Und jetzt suchen wir uns mal eine neue Mission. Aufträge. So. Haben wir jetzt... Aha. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was haben wir sonst noch so? Oh. Planierraupe. Natürlich mit 39... Achso, na gut, geht nach da oben. Da kennen wir schon alles. Däh, garantiert nicht nach da. Diese kleinen Punkte hier werden für immer klein bleiben. Weil hier werde ich nie im Leben hinfahren. Die wird ihren Kack rechts fahren. Links fahren. Können wir bleiben, wo der Pfeffer weg ist. Gut, dann nehmen wir doch das Ding hier. Ist doch hier ganz schön geschnörkel, aber hey. Okay, wir fahren los. Oh, nicht so schlimm. So. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, schön, welcher schön sternklarer Himmel hier. Guckt euch das mal an. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Bitte links halten. Weil du weißt, unsere LKW von hinten auch ganz schön geil mit den Lichtern. Sieht schon echt schick aus. Boah, Alter. Das ist nicht mehr Party hier. Wow. Muss ich hier schon eine LFC-Warnung machen? Stell dir mal vor, hier würde jetzt einer hinter uns fahren. Und er würde jetzt erstmal direkt einen Herzkasper bekommen. Sehr geil. Ah, es ist nicht schlecht. Oh, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich dich abschalten, genau. Was ich aber gerade nicht verstehe, ist, so ist Licht an und müsste jetzt nicht eigentlich so hinten auch noch mehr Licht an sein? Nee, ich verstehe das falsch. Hm. Ich meine scheinbar nicht, ne? Well. Gut, okay, komm. Fahren wir mal los. Wieder so ein Ruckler. Das ist nicht gut. Abbiegen. Biege nach links ab.
links abbiegen. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, Frachtmarkt. Ich hab von das Ding genommen, ne? Oh. Mann, oh mein Gott, das gibst du gar nicht. Holy. Ja, das war sehr interessant. Das war einmal für die Katz. Holy moly, ja, super. Fertig, ich möchte sterben. Losfahren. Komm ich überhaupt lang? Nee, das sieht mir nicht danach aus. Also, Fliegerschaden? Wo denn? So, erfahren wir. Hey, wo ist der? Achso, hier. Da muss lang. So. Nee, ne? Hä? Ach, mein Auflieger hängt drauf. Ja. Das klingt nach einem Abschleppdienst. Ist das nicht euer Ernst? Neu berechnen. Da haben wir extra 3 neue Mitarbeiter und blamieren uns wie ein Hemd vor die finden. Das ist doch verrückt, ist das doch. Das darfst du doch keinem erzählen, Alter. So. Was gibt's jetzt wieder für Aufträge? Ne, immer noch nichts Besseres als das hier. Gut, die beiden sind 1:1 die gleichen. Whatever. No, immer noch das Ding. Es sind auch beides 1:1 die gleichen Fristen hier. Lol. Gut, okay, dann let's go. Fahrt vorsichtig. Da geht's raus. Ach, hier ist es jetzt wieder. Ich hätte einfach nur laden sollen. Demnächst links ab. Ich hätte einfach mal laden sollen. Biege nach links ab. Warum werden Autos langsamer, wenn sie dann doch nicht einfach stehen bleiben? Ich wusste gerade nicht, ob es einfach nur langsamer wird oder ob er mich vorbeilässt oder whatever. Biege nach links ab. Oder er wollte auch nach links abbiegen und ich habe nur seinen Blinker nicht gesehen. Aber geblinkt hat er nichts. Ganz kurios. Rechts halten. Ausfahrt rechts nehmen. Wir machen ja wieder richtig viel Knete jetzt, wo wir den großen Kredit haben, Alter. Die Ausfahrt rechts.
ordentlich den ganzen Tag nur rum. Ohne Auftrag, ohne alles. Meine Kreditwürdigkeit ist gerade in den negativen Bereich abgedriftet. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Straßenbahn. Ach so, apropos. Also, apropos Straßenbahn, egal, Musik. Demnächst rechts abbiegen. Oh, da vorne war gerade eine. Und wir haben Rot, schade. Rechts ab. Können wir sie sehen? Nee, ne? Ja. Dort da hinten, ja. Guck, da ist die Straßenbahn. Sehr geil. Zwei hintereinander? Lol. Immer geradeaus. Ich vergesse irgendwie jetzt gerade andauernd die Handbremse anzuziehen. Was ist los mit mir? Oh! Wir müssen jetzt die nächste links abbiegen. Lol. Oh, schon wieder rot, ich glaube nicht. Biege nach links ab. Wie kann sich eine Firma LKW nennen? Diesen Namen kriegst du doch nie geschützt. Der Name LKW ist Copyright geschützt. Nichts anderes darf mehr so heißen. Nee, nee. Biege nach links ab. Hier sind Teile angekommen. Ich frage mich echt, wofür RT-Log steht. Echtzeitprotokoll? Ja, weiß.
So, annehmen. Da vorne müssen wir hin. Ich dachte gerade ganz kurz, dass er den Hänger markiert und ich jetzt doch schon wieder einen Auflieger gebucht habe, statt eine Fracht. Das wäre dezent traurig gewesen. Du bist dir sicher, dass du Vorfahrt hattest, ja? Da bist du dir ganz sicher, ja? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Locker bei Rot gefahren. Oder die Ampelphasen, die sind ganz komisch. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Wollen wir reinfahren? Woher wusste ich das? Oh, schade. Ich hatte die haben mir so eine richtige Wendestelle reingemacht, aber nö. Deswegen habe ich davor gespeichert. Postpakete. Aha. Los.
Bitte links halten. Gewartet hat, Alter. Dabei hatte er vor uns so viel Platz. Aber das ist halt das, was letztens meine. Dass die Abfahrt nicht viel zu kurz sein. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Hier ist ja keine alte Linie. Wo ist die Ampel? Oh. Die habe ich ein bisschen überfahren. Hier in der Schweiz. Ah, nee, wir fahren gerade raus aus der Schweiz. So wird ein Schuh draus. Zugegeben, ich weiß gar nicht, von wo bis wo die Schweiz überhaupt geht. Ich weiß halt nur, dass sie halt südlich von Deutschland liegt und das ist halt hier unten irgendwo. Aber wo genau da jetzt die Schweiz, von wo es wurden, geht keine Ahnung. Aber die Flagge ist diese rot-weiß-rote. Von da dürfte die Schweiz gerade verlassen haben. Klar, jetzt wieder 70, wo ich gerade ausgerollt habe. Und so komme ich mir wieder vor, wie viel beim ATS. Andere Bremse beschleunigen. Naja. I'm walking alone,
Oh, Alter. Ich sollte schlafen. Hab gerade Kaffee getrunken. Bei Kaffee, nach Kaffee, werde ich immer müde. Unglaublich müde. Koffein funktioniert bei mir irgendwie anders. So, dann geht's nach links. Ah, so schöne weiße, gelbe natürlich. Sonnenblumen, was auch immer, Wiesen. Biege nach links ab. Sind wir so Holzbetriebe hier? Nice. So eine Indianersiedlung. Oh! Irgendwer ist im Level aufgestiegen. Irgendwas mit B. Ah, die gute Dame hier. Es hat alle Level 1,7. Yeah, und alle haben es. Ah, ne. Wow, sie levelt schneller hier hoch als Ivan. Istvan. Okay. Und sie macht gerade Pause. Oh. Aber die will jetzt schon ein bisschen mehr machen. 4000. Und der hat irgendwie 3000. Ja, da ist das hier noch wesentlich weniger. Warum eigentlich? Hätte auch schon hier zwei Level. Also, bevor sie das hatte, hat sie auch schon ein Level gehabt. Müsste natürlich auf dem gleichen Niveau sein wie er. Oder es waren beides hochwertige Frachten, wo sie halt noch gar nichts hat. Aber guck mal, er hat auch keine hochwertige Fracht. Und trotzdem hat er fast 5000 bekommen. Na, wer weiß. Gut, dafür hat sie jetzt aber schon zwei gehabt. Das heißt, sie hat wahrscheinlich einfach nur zwei sehr kurze Missionen gehabt. Für die beiden, die jeweils gerade mal eine einzige hatten. Obwohl sie schon länger für uns arbeiten, ne? Also von daher. Das geht noch. Das geht noch. Einmal, bei der bin ich echt Feuer und Flamme. Die Haarfarbe passt echt gut, ne? Und nein, ich gehe zu einem nicht fremd. Sie ist nach wie vor immer noch das, was mich am Leben hält. Oh, hier ist es steil bergab. Obwohl, nee, ist eine Brücke. Okay. Da hat gerade schon, da geht sehr steil runter. LKW kriegt gerade mal so 60 gehalten bei dem Berg gerade eben. Da ist ja schon ein bisschen traurig. Über diese Rüttelstreifen, ey. Und wieder bergauf. Bitte.
dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Und dann können wir in der nächsten Folge eine schöne Nachtfahrt machen, wo es jetzt gerade Nacht geworden ist. Also, ich weiß gar nicht mehr. Also jetzt die Folgen, die ich jetzt heute aufgenommen habe, da haben wir noch keine einzige Nachtfahrt gemacht, ne? Von daher mal wieder ein bisschen was Besonderes. Naja, bis dann.